Fit und gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Ich begrüße jetzt Professor Dr. Christian Werner, Direktor der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Mainz und der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie. Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Gesund. Wie häufig passiert denn das eigentlich, dass Patienten während einer Narkose aufwachen? Es gibt unterschiedliche Zahlen zu dieser wirklich schwierigen Komplikation, schwerwiegenden Komplikation. Wahrscheinlich 1 bis 2 Patienten pro 1000 Anästhesien, was tatsächlich eine inakzeptable Zahl ist. Das ist wirklich relativ viel, ja. Muss man ehrlicherweise sagen. Warum wachen die denn auf? Es gibt unterschiedliche Gründe. Es hat einmal zu tun damit, dass es tatsächlich Patienten gibt, die eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber Anästhetika haben. Es gibt auch Eingriffe, bei denen das oft nicht 100%ig vermeidbar ist, dann, wenn die Narkose sehr flach sein soll. Ich nenne mal Kaiserschnitt. Eingriffe, bei denen man natürlich das Kind nicht mit den Anästhetika aussetzen möchte, aber auch Patienten im Schock, bei denen der Blutdruck schon so niedrig ist, dass eine anständige Anästhesie sozusagen gar nicht mehr toleriert würde. Und dann gibt es auch menschliches Versagen. Fehlbeschriftete Medikamentenspritzen, fehlendes Monitoring, um die Narkosetiefe zu messen etc. Die andere Sorge, die Menschen haben, die in Narkose gelegt werden müssen, ist, dass sie gar nicht mehr aufwachen. Wie hoch ist denn da das Risiko? Auch das gibt es leider. Wir haben bisher nur gute Zahlen aus dem Ende der 90er Jahre aus den Niederlanden. Danach sieht es so aus, dass man komatös überlebt oder tatsächlich verstirbt innerhalb der ersten 24 Stunden in einer Zahl etwa 8 bis 9 Patienten auf 10.000 Anästhesien. Kann denn der Patient etwas tun, um den Anästhesisten zu unterstützen, damit das alles gut läuft bei einer Narkose? Ganz sicher. Wir führen ja üblicherweise sehr sorgfältige Anästhesiegespräche. Und in diesen Gesprächen exploriert man das Risiko der Patienten, erklärt den Verlauf einer Anästhesie, nimmt das Einverständnis auf und erklärt den Patienten auch, wie sie sich vorbereiten können. Und ich denke da zum Beispiel an die Karenz von Nahrungsmitteln 6 Stunden vor dem Eingriff, kein Rauchen, nicht trinken, zumindest wenn es keine klaren Flüssigkeiten sind. Das wären Dinge, die die Patienten in der Tat, wo die Patienten beitragen können, dass es ein sicherer Verlauf ist. Und in diesen Anästhesiegesprächen kann man sicherlich auch Angst abbauen, Vertrauen aufbauen, Vertrauen gewinnen, was ich unterstellen möchte, auch ein wichtiger Kofaktor für ein gutes Gelingen ist. Ist denn eine Teilnarkose im Gegensatz zur Vollnarkose auch eine Möglichkeit, um Komplikationen zu verringern? Ja und nein. Statistisch gibt es mit Regionalanästhesie, Teilnarkose, sagen Sie, genauso viele Komplikationen wie mit der allgemeinen Anästhesie der Vollnarkose. Es sind nur andere. Allerdings ist die Regionalanästhesie im Kommen, schon seit etwa 10 bis 15 Jahren. Es häufen sich die Studien, nach denen möglicherweise wirklich das gesamte Endergebnis, der Heilverlauf, das Outcome, neudeutsch, verbesserbar ist, wenn zumindest eine Teilnarkose mit verwandt wird, um einen Patienten über eine Operation zu bringen. Wie sieht das aus mit diesen Kurznarkosen bei Magen-Darm-Spiegelungen mit Propofol? Die sind ja auch so ein bisschen umstritten inzwischen. Diese Verfahren waren möglicherweise vor 20 Jahren zu Recht in Verruf, weil es komplikative Behandlungsverläufe gab. Aber mittlerweile sind die Strukturen auch durch die Fachgesellschaften so zurechtgezurrt, die Ausbildung und die personellen Voraussetzungen so gut, dass ich keine Bedenken hätte, mich auch in einem solchen Setting mit einer Kurzanästhesie untersuchen, diagnostizieren oder behandeln zu lassen. Warum kommt es eigentlich so häufig zu Intubationsproblemen? Ich würde nicht sagen, dass es häufig ist, aber es ist die häufigste Ursache für Erkrankung und vielleicht auch Tod im Rahmen von Anästhesie. Die Anatomie der Menschen ist hochindividuell und es gibt einfach immer wieder Konstellationen, wo Mundöffnung nicht stimmt, der Kehlkopfeingang nicht einsehbar ist, die Zunge zu groß ist etc. Also es ist in der Tat so, dass es anatomische und manchmal auch strukturelle Probleme gibt, um den Atemweg zu sichern. Nochmal, eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität in unserem Schwerpunktfach. Viele meiner Patienten, die eine Narkose bekommen, gerade ältere Patienten, haben ja Sorge, dass etwas passiert. Ältere Menschen haben generell schon ein erhöhtes Narkoserisiko, oder?
Das kann man sagen. Der ältere Mensch hat Komorbiditäten, also Erkrankungen, die er mitbringt, die insgesamt schon das Risiko erhöhen. Und dass man nicht immer wieder der Alte ist, nachdem man aus der Narkose aufwacht, ist auch nicht zu bestreiten. Ist das so, dass das Gehirn tatsächlich von der Narkose Schaden nehmen kann? Ich würde sagen, das Gehirn kann Schaden nehmen, aber nicht, ich sag mal, nur durch die Narkose, sondern die Gesamtsituation. Gehen Sie davon aus, die Patienten müssen ins Krankenhaus, sie werden von der Familie isoliert, sie sind vielleicht ohne Seh- und ohne Hörhilfe, sie kriegen eine Anästhesie, sie haben einen chirurgischen Eingriff, der eine inflammatorische Reaktion auslöst, hinterher haben sie Schmerzen. Also dieses ganze, diese Melange aus Provokation kann in der Tat bei den Patienten zu auch langfristigen Hirnleistungsstörungen führen. Ich würde allerdings nicht nur als Narkosearzt, sondern als Mediziner sagen, es liegt nicht nur an der Anästhesie. Gibt es denn da Untersuchungen, wie viele Narkose man eigentlich so in Folge haben kann, was dann noch unschädlich ist fürs Gehirn? Nein, diese Art von Untersuchungen gibt es nicht. Aber es ist zu unterstellen, dass nochmal dieser Krankenhauspotpourri mit Narkose, Chirurgie, Schmerz tatsächlich auch einen Summationseffekt hat. Sie sagten ja vorhin im Rahmen des Vorgespräches, da werden Ängste genommen, da kriegen die Patienten Ratschläge mit auf dem Weg, beispielsweise nicht rauchen vor einer Narkose. Wieso darf man eigentlich nicht rauchen kurz vor der Operation? Wir sind immer sehr beunruhigt, wenn der Magen nicht leer ist, weil wir im Rahmen des Atemwegsmanagements fürchten, dass der Magen sich über die Speiseröhre in den Mund entleert und dann saurer Mageninhalt oder Mageninhalt in die Luftröhre gelangt und dann dort durch eine zerstörerische Wirkung in der Lunge auslösen kann. Das passiert bei der Einleitung der Narkose, weil danach sind die ja gesichert. Am allerwahrscheinlichsten. Es kann auch mit gesichertem Atemweg passieren, aber die Aspiration, wie wir das nennen, von Mageninhalt in die Lunge unter der Narkoseeinleitung ist sicherlich die häufigste, ist die größte Gefahr. Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Professor Werner. Dankeschön. Sehr gerne.